Yo, was geht ab? Heute kommt mal ein Video bzw. ein Song von jemandem, von dem ich lange, sehr, sehr lange nichts mehr gehört habe. Und zwar ist es niemand Geringeres als der gute 80. Ich habe absolut keine Idee, was ich jetzt zu erwarten habe. Generell auch absolut keine Erwartungshaltung, weil wirklich, ich glaube, ohne jetzt zu übertreiben und ohne irgendwas zu vergessen oder sonst was, ist wirklich das Letzte, was ich von 80 gehört habe, irgendwas, was im Rahmen vom JBB zu tun hat. Vielleicht sogar das JBC oder JMC. Ich komme immer mit den Namen durcheinander. Es gibt mittlerweile einfach zu viele Turniere von Julian, Alter. Halt da, wo 80 mit 4 zusammen aufgetreten ist. Das sind so die letzten Sachen, die ich von ihm gehört habe. Ansonsten tatsächlich fast nichts. Deswegen bin ich mega gespannt und wir gehen direkt rein da. Hi. Fühl dich. Mit einem CLAMG und bisschen billig Plastik bring in deiner Fresse. Wird die Klappe größer, doch leider die Lyrics auch nicht besser. Ich die Bullets in deinen Scheißkopf, diese Mucke richtig. Ich bin Black und du weißt, es wird wieder gebumst, als hätte ich Bleikopf. Deine Mom ist ein Fleischhaus, aber steht nackt auf meiner Bühne. Und so sehr ich so versuche, bitch, ich hab keine Gefühle. Sie sind im Begriff oh Mann, ey. Und ich finger fick, dann ist Kack im Opel Astra. Bisschen schlecht gespielt und billig, aber machbar. AT's Back, Future Shit mit dem Place. Das hab ich grad nicht verstanden. Oh, okay, lustig. Für alle meine Fans und meine Tapes, ich crack, ich lass Rapper wissen, wie meine Basis schmeckt. Und geht schon mir die Packs, man ist aktiv, greifen genetisch weg. Ey, ich bin nicht mal theoretisch schnell. Ey, wen interessiert, ob du hier und da mal eine Hofe kriegst? Dieser Beat, ey. Die ganze deutsche Rap-Szene geghostet wie eine Pille. Drück dir den Stopp für die Blutbahn, ballert dort, wird über dein Kopf ein Zufall. Rotz in der Bahn und du weißt, ich hab den sechsten Shit gedroppt wie Nura. Ich seh aus wie ein Warlord, du siehst aus wie aus Mordor. Du kannst Packs schicken, wenn ich dich nicht mehr weg. Ey, so aus. Einfach so aus dem Nichts. Das ist nicht mal wie ein Ende einer Zeile. Du siehst aus wie aus Mordor. Alter! Ey, ich komme immer noch nicht auf den Beat klar. Boah. Alter, geil. Also ich glaube, das war gerade die Hook und das ist eine unglaublich gute Hook gewesen. Mit einer ziemlich coolen Melodie tatsächlich und einer sehr, sehr coolen Message auch. Und das ist jetzt als Beispiel mal ein Song, der einfach mal was anderes ist. Das ist jetzt vielleicht auch, würde man sagen, so, okay, da machen Flow und Punches zum Beispiel jetzt nicht viel anders. Aber der Beat ist was komplett anderes. Dieses Rumgeflow ist anders heftig. Also damit habe ich absolut gar nicht gerechnet. Und einfach, man merkt, er hat Bock, Musik zu machen. Und das ist einfach cool. Er sieht halt irgendwie mega gut gelaunt aus. Das ist irgendwie total ansteckend. Also der Song gefällt mir richtig gut gerade. Wirklich. Und dafür, dass ich hier in lose Geld zahlen, das Spaß, die Geld verdammt. Ich komm auf tausend Nasen in dein Haus gelatscht und benehm mich wie auf der Taunusstraße. Schnauze, Bastard, ich hab deine Frau gefragt. Ey, ich marschier durch deine Crit wie in einem Jump'n'Run-Game und will jedem deiner Bekannten gestreckte Hand verandeln. Ficker, pack ja, okay. Es mir ins Bein zu pinkeln und ich komm schreiend vor dein Scheiß-Tor, so als wär dein Name Rainer Winkler. Alter, da war sogar die Schanze im Hintergrund. Oh, geil. Boah, ey, das ist so nice, Mann. Alles wird verscheinen und dafür, dass ich hier in Dose gehe.
Ich finde das mega geil. Mega geil. Mega geiler Song. Ich kann tatsächlich gar nicht so viel sagen. Ich bin mega gespannt. Also den werde ich mir auf jeden Fall in meine Spotify-Playlist packen. Das ist ein super geiler Song. Der hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, ich werde den heute schon noch ein paar Mal hören. Absolut cooler Song, wirklich. Der ist komplett an mir vorbeigegangen, aber richtig, richtig nice. Ich finde die Message, die er verpacken will, finde ich auch mega geil. Oder die er verpackt hat. Mit dem, dass halt die Songs alle nach einem 0815-Schema immer wieder das gleiche und ursprünglich war es noch nicht mal deins und so. Alles das gleiche und alle kleinen Kiddies kaufen es und sind total verblendet und was weiß ich. Mega, mega coole, coole Message. Und ich bin auch richtig gespannt, wenn ich das vielleicht irgendwann mal im Auto im Auto mir mal angucke oder anhöre. Angucke. Im Auto angucken. Wahrscheinlich während ich Auto fahre, gucke ich mir das Video an. Nee, natürlich nicht. Wenn ich mir das im Auto mal anhöre, ich bin mega gespannt, ob da der Beat nochmal richtig ausrastet, ob ich dann mit einem brummenden Auto drum durch die Straßen fahre. Ich bin mega gespannt. Also richtig cooler Song, der hat mir richtig gut gefallen und da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Genau. Einfach geil. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Einfach geil.